So, mein allererster Start. Ich habe mich im Internet eingelesen bzw. umgeschaut, wie das funktioniert, und ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das jetzt vorstelle. Ich werde jetzt den DJI mal automatisch starten lassen. Der startet jetzt von selber und bleibt in 1,2 Meter Höhe stehen. Jetzt kann ich ihn auf der Stelle drehen lassen. Jetzt laufe ich mal ein bisschen spazieren mit dem Ding. Ich habe den in eine Entfernung in den Anfängermodus gesetzt, sodass er sich nur 30 Meter vom Startpunkt entfernt, und die haben wir jetzt erreicht, und ich kann den Kopter nicht weiter vom Startpunkt entfernen. Ja, das könnte 30 Meter sein, also geht's wieder zurück. Jetzt muss er mal hier vom 350 Export starten. Ich weiß, es ist ein bisschen durchgeknallt, aber mal schauen, was er da macht. Ich habe noch 15%. Will ich mal versuchen, den manuell zu landen, indem ich den Stick hier einfach langsam runterziehe. Ja, das klappt ja auch wunderbar. Der Beginner-Startermodus ist ausgeschaltet
Und jetzt können wir ein bisschen mit dem Kopter spazieren gehen. Der geht ja richtig ab. Und weiter geht's. Schöne Bank hier. Schauen wir mal, wie viel Speed der bringt. Jetzt gehen wir gerade mal ein bisschen darüber. So, da liegt auf dem Kopf, da wird nicht viel passiert sein, machen wir sauber und dann geht's weiter.